Freunde, ich bin's mal wieder. Ich bin gerade im Bus und ich werde jetzt mich mit einem Kumpel treffen. Liebe Grüße aus Chile. Ich kann hier nicht so filmen, weil die Leute klauen gerne Handys. Das ist jetzt auch kein blöder Spaß gewesen, aber so mit den Handys, man muss echt aufpassen. Also die ganzen Motorradfahrer, Rollradfahrer, die hier rumdüsen, die Lieferanten, die, wenn du hier mit so einem Handy offen rumrennst, die zippen dir das mal ganz schnell weg. Ich treffe mich jetzt mit einem Kumpel, ich drehe mal die Kamera ein bisschen. Ich werde jetzt gleich in eine Bar gehen, ich habe noch gar keine Ahnung wo oder was genau. Guck mal, hier ist ein kleiner Fernsehturm. Aber es ist mal wieder Zeit für einen Vlog heute. Hier, guck mal, die Tauben schön am Futtern hier. Ich werde mich jetzt hier mit ihm treffen, aber keine Ahnung, wann der kommt. Ich wollte das Graffiti mit euch angucken mal. Ich werde da mal jetzt drauf gehen, hier auf das Graffiti ein bisschen näher. Ich wollte das schon immer mal filmen, ich war ja schon ein paar Mal hier. Aber wie das hier so näher aussieht, war ich noch nie wirklich so nah dran. Also ich mag diese Effekte, dass sich das so einschließt mit dem Bild, also wie es gebaut ist, mit dem Gebäude, mit dem Bild. Aber ich glaube, das ist menschliche Kacke. Aber das sieht schön aus, bis auf die menschliche Kacke. Und hier gibt es überall solche Straßenverkäufer natürlich. Die sind meistens illegal. Also nicht alle, ne? Der verkauft hier kleine Pflänzchen, keine Ahnung, Masken. Ne? Masken werden noch groß verkauft hier. Ich gucke immer mal, ob ich was finde für meinen Sohn. Schokolade. Oh, Papes könnte ich gebrauchen. Zu viele. Mucha, mucha gente. I love the graffiti. Oh, now we're talking in English. Have a name. Yeah, I'm searching for it. No name. Yeah, no name, but... $700,000. Prost. So. Es gibt immer wieder mal Live-Musik hier. Boah, ich kann kaum filmen, es ist so laut hier. Aber ich habe einen sehr schönen Abend mit meinem Kumpel hier. Prost! So, ich war jetzt auf Toilette und jetzt filme ich mal ein bisschen hier drinnen. Ciao! Gracias! Look! Bar Lokal. Jetzt haben wir den Namen gefunden. Ja, es wird langsam dunkel. Jetzt gehen wir da hinten, ich glaube, zu diesem kleinen Feria. Einmal kurz gucken, was da so los ist. Oh, it's full. Ja, but it's nothing special, I think. Rapa Nui. It's a small market, ein kleiner Markt. Wo gibt es Bier? Alles ist bestimmt super teuer. Verkaufen Sie mit Chiladas? Naja. Safety first. So, jetzt sind wir im Supermarkt. Ferrero Rocher. 5.000 Euro. Sehr, sehr günstig. Muy barato. Costa Rama. Sehr leckere Schokolade. Hier Selbstbezahlungskasse. Da vorne ist super voll. So, the light is bad, but... Hier die Costanera, die Anden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und die Alarmanlage, natürlich. Und es heißt natürlich Cordillera. Cordillera, die Bergkette. So, Leute.
Jetzt kann man das mal richtig geil hier sehen, ne? Diese Aussicht. Wow! Leider Kamera nicht die beste, ist schon dunkel. Und nein, das ist nicht der Mond, das ist eine Laterne, die da oben brennt. Technik. Oh. With my feet! We go to this bar. So, wir sind jetzt in dieser Bar und diese Toiletten haben irgendwie Style, oder? Und es riecht so lecker nach Zitrone. Ich will mal ein bisschen drinnen filmen. Ich hoffe, das ist okay hier. Eigentlich darf ich gar nicht hier rein, weil ich keinen Impfpass habe. Aber sie haben gesagt, ja, kein Stress. Ist auf jeden Fall hier sehr schön. Die Zapfmaschine. Und überall in den Bars ist das so, dass man so einen QR-Code hat, den muss man dann scannen und dann kann man was zu trinken bestellen. So, für meine Freunde in Deutschland, ich bin gerade in einer Bar, die Bar heißt ABH, die machen sehr gutes Bier, habe ich gehört. Ich wollte euch nur erklären, bei uns in Chile ist das so, dass man diesen Code scannen muss und dann kriegt man die Karte. Und diese Karte zeigt dir dann, was du kaufen kannst. Ja? Corona-Regeln und so. Ich mache mal hier so einen kleinen Rundblick hier für euch. Guck mal, richtig schön hier. Ja, diesen Ausflug, den ich heute mache mit meinem Kumpel, den könnt ihr demnächst auch noch komplett auf meinem Kanal verfolgen. Also da hinten geht es nochmal um die Ecke. Ich will nochmal so ein bisschen Film für euch. Ja. Oh, es ist gigantisch. Das ist eine schöne Bar hier. Cerveceria hat schwer. Sehr schön. Oh, guck mal da hinten. Also ich will jetzt hier nicht rumlaufen. Eigentlich darf ich gar nicht in der Bar sein, weil ich keinen Impfpass habe. Aber sie haben mich trotzdem reingelassen. Sieht auf jeden Fall aus, als würden hier viele, viele Menschen reinpassen. Ja, wie gesagt, nächsten Tag kommt ein Video, wo ich mit meinem Kumpel ausgegangen bin. Könnt ihr gerne gucken. Da ist der kleine Mann. So, so sieht das aus. Die Liste auf der QR-Code, ne? Ist einfach nur Scan. Hausbier. Yeah, the house beer is the green one. What is the best one? I don't know. I like the amber, but I like the black one. No, I love amber. So let's take amber. Yeah. Prost. Prost. It's wirklich wet. Oh, it's good. Yeah, really good. House making beer is good. Muy rica cerveza. ATBA? ATBA. Muy rica cerveza. Gracias. So Leute, schön war's. Ne? In dieser Bar waren wir als letztes. Wir waren insgesamt in 4 Bars heute. Ja, so eine kleine Kneipentour. Ne? HBH. Ah, die machen gutes Bier hier. Sehr lecker.